Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs, im Singleplayer auf der Promot. Und ja, wir fahren heute von Berlin nach Dresden. Wir haben heute 3 Tonnen geladen und für Topfpflanzen. Und ja, da fahren wir jetzt los, gerade vom IKEA raus. Parkplatz natürlich wieder komplett voll beim IKEA. Und ja, wir fahren jetzt raus vom Parkplatz und fahren jetzt nach Dresden. Ich finde eine neue Route. So. Am Kreisverkehr zweiter. Dann schauen wir mal. Also wir haben heute 191 Kilometer. Jetzt sind wir erstmal ein bisschen in Berlin unterwegs, wobei wir gleich in Berlin selber auf die Autobahn schon wieder fahren. Und dann fahren wir eigentlich auch bloß wieder Autobahn. Jetzt hier erstmal ein bisschen durch Berlin durch. Immer geradeaus. Aber dann geht es gleich wieder auf die Autobahn. Und ja, wir sind immer noch mit unseren schönen LKW unterwegs. Müssen wir hier rechts? Nee. Und zwar mit unseren MAN immer noch. Wie lange wir noch mit denen unterwegs sind, weiß ich nicht, aber allzu lang wahrscheinlich nicht mehr. Dass wir mal wieder ein bisschen durchwechseln hier. So, jetzt geht es schon auf die Autobahn eben. Und ja, wir sind auch noch ganz wichtig zu sagen, wir sind heute noch auf der 1.47. Wir sind heute immer noch auf der 1.47. Weil ich einfach zeitlich nicht geschafft habe, dass ich auf die 1.48 hochpatche. Und dann können wir auch mit keiner Promot und mit gar nichts mehr spielen. Und das Zurückpatchen ist dann auch immer ein bisschen schwieriger, deswegen sind wir aktuell noch auf der 1.47, werden aber demnächst, wann genau weiß ich noch nicht, aber demnächst auf jeden Fall auf die 1.48, ist ja aktuell nur oder erst in der Open Beta, also noch nicht mal final draußen oder so, deswegen haben wir da auf jeden Fall noch Zeit. Die Neuigkeiten, wo es bei der, oder was es alles neu bei der 1.48 gibt, habe ich ja euch am Mittwoch im Video gesagt. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich es gerne anschauen. Ist das Video von Mittwoch. Genau, ansonsten, ja, heute ist schon wieder Samstag, deswegen euch, ja, ich hoffe, ihr hattet schon ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr habt auch noch jetzt ein schönes Wochenende. Die Hälfte vom Wochenende, kann man schon wieder sagen, ist schon fast wieder rum. Und ja, genau. Ansonsten gibt es keine Neuigkeiten von LS. Also von LS gibt es nichts Neues. Von ETS, wie gesagt, die 1.48 ist in der Open Beta jetzt aktuell. Dauert aber jetzt erstmal wieder, bis sie in die, ja, bis sie final dann draußen ist. Und bis sie im Multiplayer kommt, dauert es sowieso dann auch wieder nochmal ein paar Tage. Ich denke, die werden wir dann auch mal wieder im Multiplayer fahren. Aber nicht auf der Promots, also auf Sim 1 werden wir die, denke ich mal, fahren. Und will der darüber? Wir lassen den mal rein. Und dann werden wir aber wieder in den Singleplayer wechseln, denke ich mal. So ist aktuell mein Plan. Genau, weil Singleplayer einfach schön entspannt zu fahren ist, muss man sagen. Da fahren wir schön entspannt. Hinter uns ein Bus, neben uns ein Auto. Aber an sich muss man echt sagen, der Singleplayer ist sehr, ja, entspannter. Auf jeden Fall wie der Multiplayer. Multiplayer muss dann wieder aufschauen, dass du keinen rammst. Im Singleplayer ist es zwar auch nicht ganz egal, aber was staut sich hier so? Aber auf jeden Fall mehr egal wie im Multiplayer. So, jetzt müssen wir links rüber. Lässt der Bus uns durch? Er lässt uns sogar rüber. Ich habe schon länger geblinkt, nämlich. Wo ist das Auto eigentlich vor uns jetzt? Das ist links, rechts. Oh, ein Unfallschein. Guck mal doch mal hier. Oh, da liegt ein Auto auf der Seite. Ja.
haben wir das auch gesehen. So, jetzt wieder rechts rüber. Und dann müssen wir hier schon wieder auf die nächste Autobahn. Oder auf eine andere Autobahn. Nach Dresden jetzt. Also. Logischerweise, wir müssen ja nach Dresden. Oder wir fahren ja heute nach Dresden. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So, da der andere LKW fährt da auch hin. Da vorne der. Schauen wir mal, was es so Schönes in Dresden gibt. So. Auf jeden Fall eine Kurve. Jetzt holen wir gleich den anderen LKW ein. Nee, doch nicht. Irgendwie war er gerade ein bisschen langsamer, aber jetzt fährt er wieder normal, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt kommen wir den nicht mehr näher. Vielleicht werde ich jetzt dann auch auf die 1.48 auf die Open Beta hochpatchen und dann fahren wir halt nur erstmal wieder eine Zeit nur auf der normalen Map, sage ich jetzt mal. Und dann, wenn die Pro-Mods draußen ist, können wir ja dann wieder auf die Pro-Mods wechseln. Wobei das, wie gesagt, dauert jetzt erstmal wieder, bis es... Jetzt ist ja die 1.48 noch nicht mal final draußen. Dauert ja das jetzt erstmal wieder, bis die dann final draußen ist. Dann, wenn die final draußen ist, wird es ein paar Tage dauern, bis sie dann im Multiplayer ist. Und dann wird es, wenn sie im Multiplayer ist, nochmal ein paar Tage dauern, bis dann die Pro-Mods draußen ist. Weil es gibt wieder Kartenveränderungen. Und wenn es Kartenveränderungen gibt, muss es natürlich auf die Pro-Mods auch angepasst werden, die Kartenveränderungen. Und deswegen, wie gesagt, wird es jetzt auf jeden Fall noch ja, dauern, bis die erstmal final draußen ist und dann die restlichen Sachen alle passieren. So, jetzt sind wir in Sachsen. Und fahren wir mal dann nochmal in der Ansicht. Ich finde, die Ansicht ist schon eine schöne Ansicht. Ich weiß nicht, ich fühle die irgendwie. Bisschen doof zum Fahren ist sie, aber ansonsten fühle ich sie. Ist auch so von vorne ist so, wenn sich die Kamera verdreht, das finde ich immer am geilsten. Naja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schon wieder rechts runter oder andere Autobahn oder keine Ahnung. Nee, das ist die... Immer noch die A4. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir gerade schon auf der A4 sind. Auf jeden Fall fahren wir jetzt auf die A4. Wahrscheinlich weiter auf die A4. Ne, wahrscheinlich eine neue Autobahn. Der Lastwagen will einfach vor uns auch dahin. So. Jetzt sind wir auf der A4. Und ich glaube, da vorne müssen wir schon wieder runter. Und ich glaube, dann sind wir schon fast da. Wir haben jetzt noch, ja, 56 Kilometer. Da vorne, glaube ich, müssen wir runter auf die Landstraße. So wie mir das gerade ausschaut. Und dann fahren wir noch ein bisschen Landstraße. Ja, hier ist nämlich Dresden Altstadt. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, gleich runter. Warum wird der Lastwagen jetzt? Fahren wir so langsam. Überholen rentiert sich jetzt nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr, oder? Probieren wir mal. Nee, glaube ich, wird nichts mehr. Weil wir müssen jetzt rechts runter, ist das Problem. Nee. Vergessen wir mal. Wir fahren wieder hinter den rein. Ist sicherer auf jeden Fall. Rechts halten. Vielleicht fährt er ja auch dahin. Mal schauen, wohin fährt. Nee, jetzt erstmal fährt er noch nicht runter. Nee, fährt nicht runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Das ist ja eine komische Ausfahrt. Ja, doch, ihr seht ja auch die Karte, die ist ein bisschen komisch. So, hier rum. Hier rum. Okay, die Ausfahrt, ja. Ist eine ganz schön lange Ausfahrt. Hier rum, hier rum, hier rum. Und dann hier vorne rechts. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Müssen wir jetzt erstmal warten kurz. Ah ne, ist grün. Müssen wir doch nicht warten. Also, einmal hier rum. Und dann kommt die Feuerwehr uns entgegen.
Jetzt müssen wir mal langsamer machen. Okay, schaltet auch auf grün. Perfekte Ampeln sind es heute. Ja, ist auch grün. Hier dürfen wir 70 fahren, okay. Da ist ein RCW vor uns, oder ist ein Ambulanzfahrzeug auf jeden Fall. Wäre auch noch schön, wenn da... Ah, da ist sogar Rettungsdienst, steht sogar da oben. Aber so wirklich Krankenwagen, wenn wir rumfahren würden, wäre es auch noch geil. Aber solche Fahrzeuge reichen ja. Und ich denke mal, mit Mods will man bestimmt Krankenwagen und oder realistischere Krankenwagen und so weiter hinbekommen. Denke ich mal. So. Jetzt müssen wir einmal noch durch halb Dresden, glaube ich, durch und dann haben wir es geschafft. Ich habe die Dingskamera nicht mal angehabt, die Frontkamera. Jetzt habe ich sie aber an. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So, dann hier rechts halten und rechts abbiegen, wie das Navi schon sagt. Biege nach rechts ab. Was geht denn jetzt ab? Rettungsdienst und Feuerwehr hintereinander. Wo fahren denn die hin? So, dann hier links abbiegen. Oh, da müssen wir jetzt erstmal warten, bis der Gegenverkehr durch ist. Weil ich glaube, wir haben mit den Grünen. So. Grün haben wir auf jeden Fall mal, ja. Die haben auch Grün. Und blinkt. Ne, lassen die mich durch. Das ist nett von euch, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Sehr nette Autofahrer hier in Dresden. Und die nächste Ampel wird direkt wieder grün. Das gibt's ja heute nicht. Haben wir heute die grüne Welle oder was? Ihr fühlt schon. Und jetzt sind wir, glaube ich, da. Jetzt links noch einmal rein und dann haben wir es geschafft. Wir sind fertig. Ja, nee, einparken muss ich noch. Wir sind noch nicht fertig hier. So, dann hier einmal rum. Hier rum, hier rum, hier rum. Dann sollten wir so ungefähr schon schön drinnen stehen. Wir gucken mal. Ja, fast. Ein bisschen schief stehen wir. Wir machen das in der Außenansicht. In der Außenansicht ist das Rückwärtsfahren doch ein bisschen leichter. Weil Innenansicht kann sich auch gar nicht. Okay, jetzt. Sollten wir vielleicht mal gerade nochmal ziehen. Jetzt das. So, dann will ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Euch noch ein schönes restliches Wochenende. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.